Westschlesiens wird im Gegensatz zu Niederschlesien geprägt durch die Nähe zu Polen und der Tschechoslowakei. Deutsche, Polen und Juden lebten jahrhundertelang mit ihren verschiedenen Sprachen, Konfessionen und ihren Festen friedlich nebeneinander. Politische Auseinandersetzungen und Grenzen im Zeichen des Nationalismus wurden von außen in das Land hineingetragen. Als ich aufwuchs, war ja die Gegend zwischen Katowice und Pless für in meinen Augen eine Art Urwald. Das ist, kann man sich nicht vorstellen, diese Art von Wäldern. Das war eine unglaubliche Gegend. Wo soll ich das wiederfinden? Nicht? Oder dieses Königshütte, das heute zusammengewachsen ist mit Katowice zu einer riesen Großstadt. Eine Stadt, in der im Mittelpunkt, daran erinnere ich mich noch, die Hütte, die Königshütte lag. Als Jungs versuchten wir immer den Abstich im Hochofen mitzuerleben. Das war für uns damals eine ziemliche Sensation. Muss man sich heute mal vorstellen. In der Mitte der Stadt diese Hütte. Es war für mich als Junge ein großes Vergnügen, den Onkel mal in der Schenke abzulösen, und dann musste ich die Bauern bedienen. Die sprachen aber nur Polnisch, Wasserpolnisch. Nicht? Was ist Wasserpolnisch? Wasserpolnisch ist eine Tschiste mit Punkt, ist Wasserpolnisch. Also Tschiste heißt heller, weißer, also ein Korn, würde man bei uns, aber das war ein Kartoffelschnaps. Sehr derber Schnaps mit diesem Tropfen Likör. Das hieß Tschiste mit Punkt. Oder wir haben etwas, was jeder Kragliktamina sagt. Das war Stehumlikikar. Also, das wurde so halb aus dem Deutschen zurückbesetzt. Es war ein zum Unterschied vom Hochpolnischen natürlich als eine Volkssprache, wie etwa ein glattes Polnisch. Das durchsetzt war mit allen möglichen anderen Sprachelementen, vor allen Dingen mit Deutsch, nicht? Jiddisch aber auch vielleicht. Denn die Leute sprachen auf dem Lande Polnisch, hatten aber durchaus Kontakt mit den Deutschen und vertrugen sich ihnen gut und hatten, glaube ich, den kam ich gar nicht zum Bewusstsein, sie haben mich gar nicht gefragt, ob sie Polen oder Deutsche sind. Sie haben gut miteinander gelebt. Nicht? Kamen Sie eigentlich damals schon zu der Musik? Hat Sie die Musik immer interessiert? Also sehr schnell hat mich Musik sehr interessiert. Ich habe Klavier gespielt, mit 5 Jahren oder 4 Jahren habe ich begonnen. Und das hat sich weiterentwickelt, dass ich so weit Klavier spielen konnte, dass ich also bei Proben, bei Chorproben begleiten konnte. Da hat mein Vater mich zu den Proben mitgenommen. Ich wurde unterrichtet von den Chorleuten. Später, das war Fritz Lubrich, ein Schüler von Max Reger. Also ich glaube, ich war 16 oder 17 Jahre, als ich das erste Orchester hörte, als nämlich die Schlesische Philharmonie aus Breslau mit einem Gastkonzert unter der Leitung von Richard Strauss in Beuthen war. Sonst gab es in Oberschlesien die Bergkapellen. Das war mein erstes Orchester, das ich hörte, und zwar schon als Junge, mit großem Interesse. Das Bild Schlesiens und auch Oberschlesiens ist leider durch diese Art der Darstellung, wie man sagt, kulturellen Darstellung des Landes, nämlich eigentlich verfälscht. Eine echte Folklore gab es am Rand noch in Schlesien. Ich weiß, das wird überall gepflegt, das wird in Bayern auch gepflegt. Aber im Grunde ist es nicht mehr lebendig. Das war nicht allein die Kultur von Oberschlesien. Nicht? Das kann man nicht sagen. Aber durch die wachsende Industrie, durch die vielen Gruben, Zinkhütten, Bergwerke, ist das also... Musik.
gleichen Aufstand organisiert. Und der dritte Aufstand? Und der dritte Aufstand war dann 21 und das war der allerhärteste. Da wir in der Stadt 2 Tage lang wir sind beschossen, Plünderung, Morde und aus Dörfer verbrannt und Menschen misshandelt. Ihm ist der Sturm von Annaberg ein Begriff, wie eben die Not der Oberschlesien, dann die, das im Reich die Leute veranlasst, hier einzugreifen und gewaltsam, also Ordnung zu schaffen. Der Annaberg wurde auch gestürmt, aber auf Befehl der Siegermächte musste die deutsche Reichsregierung diese Truppen dann zurückziehen und es wurde dann ein Abkommen, dass der Aufstand dann beendet war. Der Versailler Vertrag hat eine Volksabstimmung bestimmt und nach dem Versailler Vertrag ist Oberschlesien, das Stimmungsgebiet, praktisch aus dem Reich ausgegliedert worden, einer interalliierten Kommission unterstellt, unter französischer Führung damals dort. Und die Abstimmung in Oberschlesien, 21. März 2021, ist für Deutschland ausgefallen mit einer 60-prozentigen Mehrheit. Die war im März, aber die alliierten Mächte waren sich nicht einig, wie die Dinge werden sollten. Englisch-französischer Gegensatz. Frankreich hat damals die Entscheidung gegeben, dass am 20. Oktober 1921 das oberschlesische Abstimmungsgebiet geteilt worden ist in einen polnischen Teil, in einen deutschen Teil. Und in diesem polnisch gewordenen Teil sind nun 19 evangelische Kirchengemeinden gefallen, die sich dann zusammengeschlossen haben zu einer kleinen Kirche. Und zwar bekam sie dann eine Autonomie, genau wie das andere Leben auch. Die sogenannte Genfer Konvention hatte für 15 Jahre die Möglichkeit gegeben, dieses politisch getrennte Oberschlesien, das ja wirtschaftlich eine Einheit war, auch menschlich eine Einheit war, wieder zusammen, wirtschaftlich zusammenzufügen. 1937 ist vom polnischen Staat unsere Kirche zerschlagen worden mittels Staatsgesetz, Predigtverbot, Ausweisung aus dem Kirchengebiet, letztlich auch Ausweisung aus Polnisch-Oberschlesien. Und daraufhin bin ich im Jahre 38 nach Posen gegangen und habe von Posen aus die Verbindung nach Oberschlesien gehalten. Und am ersten Kriegstage, und an diese Zeit muss ich jetzt immer wieder auch zurückdenken, da bin ich in Posen, wie alle führenden deutschen Persönlichkeiten, in Posen verhaftet worden. Das war also am 1. September 1939. Interniert worden und auf dem Verschleppungsmarsch. Und dann mitgenommen, das waren wir 270 Leute aus dem ganzen Posener Gebiet und im Alter von 1,5 Jahren verschleppte bis zum Jahre 74 war alles mit dabei. Die zurückgeblieben waren, die wurden dann abgeknallt. Und wer es dann war, das haben wir dann erst nach Abschluss des Verschleppungszuges gehört. Wer die Leute? Ja, das war eine Studienrätin da, die durch diese ganzen Erfahrungen und Demütigungen der Sache einfach ihren Verstand verloren hatte. Und die ist irre geworden. Und einer ihrer Schüler vom Gymnasium, der wollte seine alte Lehrerin also nicht allein lassen im Graben, ist bei ihr geblieben und dann hat man beide tot erschossen aufgefunden, die Lehrerin und der Schüler. Ja, und wer hat erschossen denn? Die Wachmannschaften? Die Wachmannschaften dann. Thank you.
schiffbar ist sie gar nicht gewesen. Radibor liegt 190 Meter hoch, es sind einige Kähne da geschwommen, auch ein Ausflugsdampfer. Die Stadt geht in der Geschichte zurück bis ins 12. Jahrhundert. Dann bedeutete sehr viel der Mongolensturm, der bekanntlich zur Schlacht von Wahlstatt geführt hat. Da sind die Mongolen zwar nicht geschlagen worden, der Sohn der heiligen Hedwig, Herzog Heinrich, ist da gefallen, aber dieser Mongolensturm hat auch Ratibor berührt und ein Kopf eines Mongolen war immer am Ratiborer Schloss zu sehen. Dieses Ratiborer Schloss war aber kein sehr vorzeigbares Gebäude, eine stattliche Institution. Oberschlesien rein nach politischen Gesichtspunkten durchschneidet.
Das wirtschaftliche Moment bleibt völlig unberücksichtigt. Und insofern nicht ist das eine derart absurde Grenzziehung, die man nur jetzt als Wirtschaftler zutiefst beklagen kann. Hier muss man ja jetzt trennen zwischen Ostoberschlesien, das heißt also dem zu Polen geschlagenen Teil Oberschlesiens, und Westoberschlesien, dem bei Deutschland, beim Reich, beim damaligen Deutschen Reich verbliebenen Teil. Zwar ist von den Bodenschätzen her, von den Industrieanlagen her, die Situation Ostoberschlesiens weit günstiger als die Westoberschlesiens. Aber was die weitere Entwicklung zeigt, ist dem doch nicht so. Und das liegt eben daran, dass Westoberschlesien, obwohl sehr weniger günstig dastehend, doch das ein industrialisiertes Land, nämlich das Reich, das übrige Reichsgebiet, hinter sich hat. Schlechter sieht das für Ostoberschlesien aus. Und zwar deshalb, weil Polen im Grunde genommen nicht weiß, was es mit der Industrieproduktion machen soll. Polen selbst ist ja ein Agrarstaat. Das heißt also, auch die Bevölkerung ist keine in dem Sinne kaufkräftige Bevölkerung, dass die nun die Industrieproduktion hätte abnehmen können, welcher Art auch immer. Im Grunde genommen ist man bis 1939 nie zu einer einheitlichen Konzeption gekommen. Das hat natürlich dann auch zum Schaden dieses ostoberschlesischen Raumes sicher sich ausgewirkt. Jetzt 1939 kommt es ja dann im Anschluss nicht an den Polenfeldzug. Ostoberschlesien kommt ja unzerstört in deutsche Hand zu einer Wiedervereinigung und zu einer Gesamtkonzeption der weiteren Entwicklung Oberschlesiens, die man ja dann wieder sagen muss, bis 1945. Die Januaroffensive der Russen bringt ja in ganz wenigen Tagen Gesamtoberschlesien von geringeren Ausnahmen abgesehen in russischer Hand, was dazu führt, dass die Steinkohleproduktion fast unmittelbar nach dem Einmarsch weitergeführt werden kann, ehe dann die Verwaltung an die polnischen Stellen übergeben wird, kommt es doch auch zu Demontage durch die Russen von Industriebetrieben, aber doch auch nicht von Spezialisten, von deutschen Spezialisten, die durch die Russen nach Russland verbracht werden. Die Stadt wird eigentlich beherrscht von der Burg Tost, die schon im 11. Jahrhundert erwähnt wird. Für uns Kinder natürlich ein Abenteuerspielplatz. Ja, das glaube ich. Es war eine typisch mittelalterliche Stadt, wie viele Städte in Oberschlesien. Also in der Mitte der Ring, nicht der Markt? Es war ein vorgezeichnetes Straßennetz, das sich durch die Stadt zog. In der Mitte der Ring, mit Kopfsteinpflaster, stand auch das Rathaus. Und die Bürgerhäuser reihten sich drumherum. Und von diesem Ring ging eine Straße zur evangelischen Kirche runter, zur katholischen Pfarrkirche und zur Synagoge, die es in meiner Kinderzeit ja noch, die war ja noch vorhanden. Und alle drei Konfessionen hatten auch einen eigenen Friedhof. Ganz wichtig sind natürlich die beiden Schlösser, das obere Neue Schloss und das alte Schloss unten. Das war ein Dominium, das große Flächen unterm Pflug und ausgedehnte Waldungen besaß. Angebaut wurde Weizen, Roggen, Hafer, Gerste, Braugerste für die Brauerei, Kartoffeln, Zuckerrüben und Futterrüben, Klee, Luzerne, Raps. Ich habe, wenn ich ganz weit zurückdenke, auch noch diesen rhythmischen Klang von Dreschflegeln im Gedächtnis. Das ist ja kein Lärm, das ist Musik. Wie war das mit den Festen bei Ihnen in Tost? Ja, die Feste im Kirchenjahr, die waren schon einschneidende Erlebnisse, auch für uns Kinder. Natürlich war ein Kirchenbesuch obligatorisch. Ich erinnere mich auch, in meiner frühen Kinderzeit gab es eine Frühmesse, die noch polnisch gelesen wurde. Natürlich waren Vorbereitungen zu Hause hatten große Bedeutung, denn Tradition wurde großgeschrieben. Man musste ganz bestimmte Speisen vorbereiten. Zum Beispiel zu Ostern wurde der Osterschinken gekocht. Und dieser Osterschinken wurde aber nicht beim Fleischerladen geholt, sondern
wurde selbst geschlachtet, gepökelt, zum Räuchern weggebracht und dann selber gekocht und am Ostersamstag aufgeschnitten, warm aufgeschnitten. Aber da fällt mir ein, an Ostern war ein ganz lustiger Brauch. Am ersten Feiertag haben die Buben die Mädchen mit Wasser gesprengt und am zweiten Ostertag revanchierten sich die Mädchen. Und das ging in gesittete Form so vor, dass man also kölnisch Wasser benutzte, aber es konnte vorkommen, dass jemandem ein Eimer Wasser über den Kopf gestülpt wurde. Das Zusammenleben war eigentlich ohne Schwierigkeiten. Die Menschen waren treu und, wenn man zu ihnen freundlich war, anhänglich. Ich glaube, die Ruhe des Landlebens hat sich auf die Menschen übertragen. Und Ruhe erzeugt Güte und Gütezufriedenheit. Und das sind eigentlich die Charakteristika, mit denen ich ein Oberschlesier meiner damaligen Kindheit belegen möchte. Das ist ein Stück unserer Geschichte.
Thank you.